Hast du ein bisschen kommentiert? Ich habe vorhin schon, als ich angekommen bin, war das erste, was ich gemacht habe, eigentlich gesagt, hallo, ich bin Dennis. Hallo, ich bin jetzt da. Macht ein Kreuz auf euer Berlin-Bingo, ich bin zu spät. Geil, geil, geil. Ich kann ja schon mal gleich tweeten, dass es hier. Hol dir mal lieber einen Stuhl, du. Ja, ich bin schon am ersten Mal mein Laptop auf Pro machen. Wenn der auf Standby geht, dann hat er danach kein Internet mehr. Ah. Das macht absolut Sinn. Nee, das ergibt schon Sinn. Ich mach das hier. Ich find's gut. Sowas findest du toll, ja? Ja, sowas finde ich toll. Das sag ich dir. So. Weil der Controller geht auf Standby. Laptop. Ich krieg ihn auf Standby. Und dann mache ich ihn wieder an. Dann ist das Internet weg. Das ist schon scheiße, ne? So, das hier. Hier, Winners Round 1. Wer ist der andere Mann? Yasu. Yasu. Nee, mit Y. Wie der von League of Legends. Nein, das ohne das O. Yasu. Yasu. Der spielt Samu. Und, Dann schiebst du das weg, damit wir das viel sehen können. Nein, ich schieße aber da unten hin oder so. Da müssen wir irgendwas. Das müssen wir woanders hin. Das sind meine Kontrolle, die müssen da bleiben. Ja, aber das muss hier schon relativ zentriert sein. Das ist ja. Alles gut, wir machen das so. Wie sieht das aus im Team Jasmin? So, Team Jasmin. Heute ist ein großer Stammtisch, aber du musst ja leider raus morgen. Nee. Wie ein Opfer. Ja, wir. Oder musst du morgen früh raus? Ich werd gefickt wie ein Kind von der Uni. Mannsen, Alter. Ich hab jeden Tag um 8 Uhr morgens, jeden einzelnen, von Montag bis Freitag. Scheiße, ey. Bei mir hat die Uni noch nicht mal wieder angefangen. Ja, genau. Na, also ich habe so ein Vorseminar, jetzt ist es nur um 9, das ist schon mal ganz gut, aber danach habe ich halt immer ab 8. Und das ist halt so. Das ist das Letzte, so, weil ich habe halt, so meistens habe ich um 10 dann nichts mehr so einfach. Also danach habe ich frei. Ja. Aber ich hoffe, ich muss um 8 in der Uni sein. Aber das geht eigentlich voll klar. Ich finde, das ist ganz cool, weil dann kannst du auch, das mache ich, habe ich auch manchmal, dann kann ich auch noch abends was machen sogar. Dann, weißt du, dann quälst du dich dann die 2 Stunden hin, also so mit hin und zurückfahren sind es vielleicht 3 Stunden. Das krieg ich schon hin. Genau, was ist das? Du bist in der zweiten Runde schon. Du bist der Banane. Wieso verdient, du hast doch Frischkeit machen. Ja, aber deswegen ist also er jetzt zerrückt. Na, er wäre ja auch höher. Yasu! Was ist denn hier? Er hat einen schönen kleinen, so einen Halbsteifen abgeblasen. Also. Aber war genug. So. Er hat so einen Peppschwanz abgeblasen. Geil, ich mal. So wollen wir das haben. Oh, oh. Aber du musst samstags nicht in die Uni, ne? Manchmal schon tatsächlich. Aber jetzt nicht? Nee. Weil wir gehen morgen feiern. Wir gehen morgen ins Süßwar gestern. Nee, übermorgen ist Sendus Geburtstag. Ach so. Morgen gehe ich mit Leuten von der Arbeit und so, aber da kommen halt noch voll. Lia kommt noch vorbei zum Beispiel. Muss ich mal schauen. Das Ding ist so, wir haben halt dieses komische Seminar, da habe ich am Ende noch einen Test zu lassen. Wo man auch gut für lernen muss. Also lernst du jetzt immer am Wochenende, anstatt Spaß zu haben? Nee, das nicht, aber halt, wir haben halt nur diese Woche dieses Seminar. Ah ja, okay. Also das Lernen habe ich dann halt immer von 10 bis 12, 13 Uhr Zeit und danach habe ich jetzt frei. Übrigens, ja, Fluxbock bringt gerade es zurück. Vielleicht war es sogar berechtigt, dass ich ihn so ein bisschen höher gesiedelt habe. Ich glaube, Fluxbock ist ja auch höher als Yasu, oder? Der ist doch schon viel länger dabei und so, kannst du gar nichts anderes sagen. Yasu ist... Er ist Legende, der war, aber, der ne? War da, glaube ich. Hat der nicht neulich ein Match von irgendwem Gutes gezogen? Also von jemandem, wo ich gedacht hätte... Kommt noch ein Halbschleifer? Nee, guck mal. Kam noch ein Halbschleifer, aber hat er ihn halt den Pep-Schwanz abgemacht. Das ist das Problem mit der Halbschleifer. Oh Mansen, ich fick dich tief in den Pansen. Ja, wir müssen die Kamera gleich mal fixen. Oh Schwestinger, was geschieht denn jetzt? Fluxmob holt sich Game One, aber wirklich in allerletzter Konsequenz. Wow. Average Stupid Parrot Humble Life, übrigens der erste Clip, der gemacht wurde heute. Ja, Average Stupid Parrot Humble Life. What the fuck? Ey, Mann, diese Clips-Dings ist so witzig. Oh, Uneinigkeit über Game 2. Oh, das sieht aber nicht so schön aus hier, Arthur. Da musst du näher ran mit dem Ding. Wie soll ich das denn machen? Das Ding also, du kannst es vielleicht ein bisschen mehr wie Hannah machen. Ganz an dem Rand stehen. Einfach ein bisschen mehr wie Liver sein. Nur ein bisschen. Ich verlang doch gar nicht viel. Aber wie soll das denn gehen, Alter? Das ist viel zu hoch für deine Köpfe, Alter.
Ja, dann sollen die gefälligst höher wachsen, die Jungs. Also so geht's ja nun auch nicht weiter. Oh mein Gott, Fluxmob fühlt seinen Dick. Ich muss ja gerade... Dude, die Kamera ist schrecklich, sagt Silver Bluebell. Ja, das ist unser Praktikant Arthur. Das ist das erste Mal. Ja, das jetzt auch mal ein bisschen. Caro? Stimmt, das ist Caro. Oh mein Caro, Gott, Fluxmob wieder schön Ästhet hier. Caro mit der romantischsten Geste hier. Ja, guckt einfach Kevin zu, ne, obwohl er gar nicht spielt. Obwohl er nicht mehr da ist. Unfassbar. Absolut beste Frau. Sarah wird das niemals machen. Caro, Shoutouts. Die Kamera jetzt interactive. Oh mein Gott, das ist Yasus Gesicht. Nee, du musst das machen. Und das ist Fluxmob. Das machst du ganz hinten ran an den Rand und dann nach links möglichst. Dann geht das schon. Wir haben das schon ein paar Mal hingekriegt. Wir machen das vielleicht nach dem Match. Ich habe hier überhaupt noch was ganz anderes entdeckt. Ja, genau, den Rand. Ja, wir kriegen dann. Mach das mal nach dem Match. So, ich habe jetzt hier mal die Icons nochmal angepasst. Guck mal, das geht auch. Das ist richtig einer weggemacht. Was für Icons? Hier! Die sind jetzt grün und blau. Verrückt. Da gibt es hier darunter noch so eine Option. Oh, Dash Attack oder Dash Attack? Oh, und nochmal so ein Halbsteifer? Da wollte er sich aber ein bisschen nochmal ein extra reinschießen mit so einer Rakete, aber auch sehr vorhersehbares Projektil einfach, ne? Ey, ja, so liebt das dann, seine Charge-Shots einfach gar nicht aufzunehmen. Einfach auch schon raus, wenn die noch nicht voll sind und so, ne? Ja, du. Einfach raus. Einfach mal alles muss raus. Nächste Woche ist Glamour Fashion Week übrigens. Oder ja, Glamour Shopping Week, ja, oder so. Da kriegst du überall Rabatt. Ja. Ja, Mann, es ist Vsauce. Und er hat noch einen Nicht-Zwillingsbruder, der genauso aussieht oder noch ein bisschen mehr wie, hey, Vsauce, Michael hier. Es ist unglaublich. Ah, stimmt. Wir haben sie beide in einem Frame. Oh, Mann. Have you ever seen Vsauce and Vsauce in the same room? Hier wegen den ganzen Halbsteifen, alles muss raus. Ja, so ist einer von diesen Matratzenläden. Ja, Er hat immer Angebotswochen. Immer alles muss raus. Ja, Mann, ohne Spaß. Ich frage mich eh schon mein Leben lang. Konstantes Gefühl so. Wie kann es? Jetzt gegen sich selber gerade. Oh nein. Trust nobody, not even yourself. Oh Gott. Ich verstehe. Oh, Caro hat hier die Memes auf jeden Fall auch aufgesaugt. Arthur verschwindet immer zu lange. Kein Wunder, dass er nicht so lernt, wie man die Kamera richtig stellt. Caro schon der Beste, mein Lieblingszuschauer eigentlich. Auf jeden Fall, Caro bis jetzt mein Lieblingszuschauer. I am me TV, tut mir leid, aber... Wir sind beide auf der Kamera, wie ist die Kamera gerade so? Ich muss mal den Twitch-Chat wegschieben. Ich finde das halt witzig, dass jeder separat, glaube ich, auf die Idee kommt, dass die aussehen wie Vsauce, ne? Ja, auf jeden, ja. Es geht halt nicht anders, ne? Aber wir müssen den Chat einfach schlanker machen. Der muss schlanker, so. Oder du machst einfach das ganze Ding nach links, so. Ne, guck mal, jetzt haben wir... Ne, ich mach das schlanker und jetzt haben wir hier so ein halbes Gesicht, okay. Sehen wir noch, alles gut. Das ist okay. Aber die Kamera geht doch jetzt sogar fast, wir können die danach... Das ist übrigens ein ziemlich hypes Game. Ja, voll. Tatsächlich. Er hat eben ein Freestock-Comeback gemacht, ne? Ja. Relativ häufig, ne? Echt? Ja, hier auf jeden Fall. Ich hab das jetzt schon 2-3 Mal erlebt. Oh, Mann! Alles muss raus. Alles muss raus. Geil, ja, alles muss raus. Er haut die wirklich immer unter 100% raus. Das ist ganz klar. Wie ist so ein Matratzengeschäft? 80% Rabatt. Oh mein Gott. Das war verrückt. Oh mein Mob. Ich muss spielen. Mit wem? Mit dir? Hi, Bailey. Michael here.